Aber bezeichnend ist natürlich, wie schon mal gesagt, mit Coinbase hat man US-Amerikaner angeklagt und die Anklage eines weiteren US-Amerikaners in der Finanzszene ist aufgegleist. Und das zeigt eigentlich diese ganze Bewegung, in der wir uns befinden. Der Gary Gensler ist nach wie vor auf seiner Mission, den Kryptomarkt zu verhindern. Mhm. Warum will er den verhindern? Seine Ziehmutter, die Elizabeth Warren, kümmert sich ja um die Finanzszene. Und wir befinden uns in der Phase einer Neustrukturierung des Finanzwesens weltweit. Alte Strukturen werden disruptiv aufgebrochen durch solche Anbieter wie Uniswap und Coinbase. Und die Aufgabe, die der Gary Gensler von der Elizabeth Warren bekommen hat, ist, zögere das so lange wie möglich raus. Aufzuhalten scheint es wohl nicht zu sein, aber verhindere es, halte es auf, beschäftige die mit entsprechenden Klagen, bis die klassischen Spieler dieser Branche, die es seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gibt, aufgeholt haben und dort mitmischen. Ich kenne das aus der Linux- und Open-Source-Welt, da war das ganz genauso. Irgendwann haben die klassischen großen Softwarefirmen die ganzen Linux-Projekte dann aufgekauft und so wird das hier auch sein. Die JP Morgans dieser Welt, Morgan Stanleys dieser Welt, wenn die dann alle mal so weit sind und die alle vorbereitet sind, dann darf wahrscheinlich auch ein Gary Gensler, dann hat er seinen Job gemacht und dann ist wahrscheinlich seine politische Laufbahn vorgezeichnet und dann geht er auf einen anderen Posten. Aber bis dahin hält er das hier auf. Und das ist alles hochpolitisch. Das ist makroökonomisch eine riesengroße Umwälzung, in der wir uns hier befinden. Johanna, hier geht es nicht um Leben oder Tod. Hm. Hier geht es um viel mehr. Was ist denn mehr als Leben oder Tod? Politische Macht. Ja, nach uns neue Strukturen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann unterstützen Sie uns gerne mit einem Like und einem Abo. Vielen Dank.